Einen wunderschönen guten Tag heute aus der Karibik, meinem Zweitdomizil. Ich grüße jeden Neidisch. und ich habe wieder den Michael. Wir führen heute unser zweites Gespräch. Mal gucken, ob wir das Video wieder nur auf Telegram posten oder ob wir es eventuell auch auf YouTube stellen können. Das weiß ich noch nicht, werden wir sehen. Und ja, erst einmal einen wunderschönen guten Tag an den Michael. Stell dich nochmal vor. Grüß dich, Marc. Nochmal von mir Dankeschön, dass du Gelegenheiten gibst. Das finde ich sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Es entwickelt sich auch gerade eine gute Beziehung. Ich finde das gut. Ja, es passt. Gutes Gefühl dabei. Und zu mir gibt es nicht allzu viel zu sagen. Also ich habe über zwei gute Kontakte einen Weg in den Kommerz gefunden und bin seit knapp 5 Jahren in der Materie aktiv. Viel ausprobiert, viel durchprobiert, viel besucht, viel an Wissen erfahren. Und seit 2,5, 3 Jahren sind wir mit einem eigenen Weg ein Stück weit unterwegs, weil wir uns an ja, den, sagen wir es mal so, örtlichen Gegebenheiten orientieren. Genau, da wollen wir doch jetzt mal einsteigen, wenn wir bei den örtlichen Gegebenheiten sind, auch zu dem Thema, vielleicht nochmal für die, die es überhaupt noch nicht wissen, was denn der Kommerz ist oder auch das sogenannte, das private Recht, weil wir haben ja verschiedene Rechtskreise. Vielleicht können wir da auch gleich mal auf ein aktuelles Thema gehen, was wir gerade angesprochen hatten, noch im Vorgespräch. Weil wir gedacht haben, vielleicht können wir mal auf das Thema mit Kassel eingehen, wo uns ja auch wieder etwas präsentiert wird. Ich habe es jetzt nicht live verfolgt, aber man kann zumindest einmal ein paar Dinge kurz ansprechen, um dann tatsächlich auf unsere Themen zu kommen, die wir uns heute ein bisschen so vorgenommen haben. Und ja, da kannst du eigentlich gleich anfangen, weil es wird ja berichtet in der Öffentlichkeit über Dinge, die so gar nicht stattgefunden haben oder anders stattgefunden haben. Ja, wenn man sich gerade durch Telegram, sage ich mal, so ein bisschen durchliest, ja, dann stellt man doch fest, dass es eine nicht wenige Anzahl an Berichterstattungen gibt, die das krasse Gegenteil darstellen, wie das, was in der Öffentlichkeit über die Medien verbreitet wird. Ja, also mit Polizeieinsätzen etc. pp. Und es ist auch immer wieder spannend. Ich habe ein Thema gesehen, das war eine Polizistin, die das Herz gemacht hat, ne? Die da mit einer Demonstrantin da zusammenstand. Und dieses Bild wird jetzt wohl offensichtlich auch hier durch die, wie sagen Sie das, durch die Aktivisten, ja, durch den Dreck gezogen. Ja. Und das ist immer genau das, ja. Wer sind denn die Aktivisten und wer sind die anderen? Was darf ich darunter verstehen? Ja. Und das sind immer so genau diese Hinweise, wo man dann feststellt, das ist eigentlich nichts, aber auch wirklich nichts in einer Eindeutigkeit, sondern da wird einfach ein Narrativ kreiert und dann darauf rumgehauen und rumgedrückt und rumkommuniziert, bis jeder irgendwas versteht. Bloß die Wahrheit ist dann nicht mehr da, sagen wir es mal so. Die wird wegdiskutiert, ja. Oder wegkommuniziert, sagen wir es mal so. Sie wird mit vielen Kleidern bedeckt. Da gibt es ja diesen schönen Vergleich, wo die Lüge und die Wahrheit sich mal getroffen haben. Und die Lüge hat die Wahrheit doch gebeten, ins Bad zu springen und ihre Kleider abzulegen. Und tatsächlich hat die Lüge dann die Kleider geklaut und die Wahrheit stand nackt da. Gibt es auch ein Bild, ja, wie die Wahrheit Genau. aus dem Brunnen steigt, ne? Genau, in ihrer Blöße. Und es ist ein sehr schönes Bild, aber Ja. vielleicht kann man das damit etwas assoziieren. Mich erreichen jetzt auch, ich denke, das wirst du sicherlich auch kennen, aber aufgrund eben der Tätigkeit, jetzt erreichen mich immer wieder Hilferufe, auch was man tun soll und so weiter. Wir haben ja vor ein paar Tagen auch ein Schreiben in die Telegram-Gruppe reingestellt, was du freundlicherweise erarbeitet hast und auch für den öffentlichen Bereich, und das sind wir jetzt beim ganz wichtigen Punkt, was man vielleicht mal an die Schulleitungen oder an Lehrer oder irgendwelche anderen Verantwortlichen senden kann mit dem Thema, ja, was hier Testungen angeht oder diese andere Geschichte mit den Peaks. Wollen wir gar nicht weiter darauf eingehen, jetzt auf die Details, aber wo wir gesagt haben, wir möchten Lösungen anbieten, weil es bringt nichts, dauernd die Probleme zu wälzen und vor und zurück, sondern es ist für mich immer wichtiger, dass wir hergehen und sagen, wir haben ein Problem, wie können wir darauf reagieren, wie können wir vielleicht auch der gegenüberstehenden Seite eine Hilfestellung geben, damit die aus ihren Problemen rauskommen. Weil wir haben es mit Menschen zu tun und das stellen wir immer wieder fest. Und vielleicht sollten wir auch einmal mit diesen Vorurteilen aufräumen, dass wir jetzt wirklich einen Feind gegenüber haben, obwohl natürlich diese
vor allem wenn man die bewaffneten Polizisten jetzt wieder sieht, wenn man, was hier aufgebaut wird, und letztendlich haben wir es mit Menschen zu tun. Wie gehen wir mit denen um? In welchem Kleid stecken die drin? Was können wir tun? Und das ist für mich auch eine ganz wichtige Thematik. Und welchen Auftrag haben denn die anderen, in Anführungszeichen? Ja, was ist deren Auftrag im Sinne der Öffentlichkeit, des Staates, will ich fast nicht sagen, weil wir ja schon festgestellt haben, dass das nicht ganz so ist, wie es uns verkauft wird. Ja, also, Schreiben haben wir rausgegeben, richtig. Ich möchte dazu sagen, wir haben das, da waren, glaube ich, 12 Leute involviert, die das erarbeitet haben. Das muss jeder für sich entscheiden. Ja? Wir haben einfach Bezüge, die wir in dem, was vorhanden ist, eben drin sind, auch kommuniziert sind. Da braucht man sich nur mal diese Garantenpflicht mal anschauen. Und da steht unter anderem eben auch drin, dass es eben auch mit dem Inverkehrbringen von gefährlichen Gegenständen offensichtlich Haftungsschwierigkeiten geben kann. Ja? Das muss man sich einfach mal klar machen. Ja? Das Rechtssystem, und so wie es da ist, muss ich immer wieder betonen, hat einen Aufbau. Und der Aufbau bezieht sich immer darauf, dass im Vorfeld erstmal ein Mensch da sein muss, dass überhaupt eine Rechtsordnung existieren kann. Das heißt, es hängt ja von irgendetwas ab. Ja? Es bringt ja nichts, ein Rechtssystem zu definieren, wenn keiner da ist, der es dann auch einhalten kann. Das ist immer umgekehrt. Ja? Zuerst der Mensch und dann das Recht. Und wir werden jetzt einfach mal schauen, was daraus resultiert. Das ist jetzt erstmal auch so, ja, zu Testzwecken, sage ich mal, draußen, dass man einfach mal guckt, da steht jetzt nichts Böses drin, großartig, einfach nur mal, um ein paar Fakten zu generieren, ja, um mal zu sehen, wie die Öffentlichkeit darauf reagiert. Ja, und dann kann man daraus natürlich auch für sich seine Möglichkeiten stricken. Ja. Ob man das mit dem Anwalt macht oder privat, das bleibt jedem selbst überlassen. Diese Garantenpflicht ist aber auch eine sehr, sehr interessante Geschichte, weil eben da ein direkter Bezug zu der Haftung drinsteckt. Ja, ganz, ganz eindeutig. Ja. Wenn man es nicht versteht, dann guckt man sich mal den Mauerschützenprozess an. Ja, Mauerschützenprozess. Wer ist verurteilt worden? Der befohlen hat oder der geschossen hat? Und ich kann sagen, es waren beide. Ja, also ganz einfach. Nur gucken. Dann sieht man ungefähr, welche Qualität das Ganze hat oder wo das hingeht. So, und für den Kommerz, ja, im Kommerz gibt es eine Maxime. Und diese Maxime lautet, wenn ein Rechtsmittel oder ein Recht für einen bestimmten Bereich nicht existiert, nicht vorhanden ist oder durchsetzt oder unterwandert ist, dann habe ich das Recht, mir mein eigenes Rechtsmittel zu erschaffen. Das finden wir auch unter anderem im Begriff der Menschenwürde, die nach Kant genau mit diesem Prozess oder mit dieser Aussage belegt ist. Ja, einfach mal gucken. Ja, das steht genau da drin. Ja, das ist die Fähigkeit, selbst Recht zu gestalten. Und ich sage, wir brauchen eigentlich nicht viel, ja. Viel ist es ja nicht. Ich brauche zwei Sachen. Zwei Sachen im Prinzip, die ausreichen. Halt deine Verträge ein und schade keinem anderen Menschen. Und damit sind wir eigentlich an der Quintessenz. Ja? Wenn wir sagen, Polizisten, die da draußen ihren Job machen, wir dürfen nie vergessen, dass die in einem Verhältnis stecken, die sie natürlich auch freiwillig eingegangen sind. Sie haben den Beruf nicht gelernt und stecken natürlich da auch in einer, ich sag mal, auch in einer Stück weit in einer Zwickmühle. Ja? Auf der einen Seite gibt es Vorgaben von oben, die nach unten durchgegeben würden. Auf der anderen Seite kämpfen sie logischerweise auch mit ihrem eigenen Verständnis von dem, was vielleicht draußen gerade abläuft. Und deswegen finde ich so ein Bild, wenn da draußen Polizei mit Herz und mit Demonstranten da Arm in Arm fast abgebildet werden, immer ein positives Signal. Und dann ist es sehr spannend, wie da die Öffentlichkeit darauf reagiert und vor allem, wer dann darauf reagiert. Ja? Und warum? Ja? Das ist genau der Punkt. Ja, ja? Und ich darf dazu sagen, wenn man bestimmte Dinge in diesem System macht, da gibt es viele, viele Möglichkeiten, wie man mit ganz, ganz einfachen Mitteln da draußen auch mal was bewegen kann. Das geht auf jeden Fall, bin ich mir ganz sicher. Und das haben wir auch schon ausprobiert und dann kriegst du auch Reaktionen. Das ist in der Öffentlichkeit sowieso. Bleibst du öffentlich und schreibst öffentlich, kriegst du öffentliche Reaktionen. Und dann kannst du daraus natürlich auch einen Weg in das Private für dich stricken. Ja? Weil letztendlich ist ja jede Durchsetzung und jede Umsetzung von Recht eine Sache deines Willens, ja. Du bist ja da involviert. Ja, anders geht es ja nicht. Das Thema des Willens, erst einmal festzustellen, dass man einen hat. Also das, denke ich, werden die meisten noch irgendwo hinbekommen. Aber dass man tatsächlich mit diesem Willen in das System einwirken kann, auf mannigfaltige Weise. Und das kann durch eben schriftliche Dinge sein, das kann durch Taten sein, durch Handlungen, das kann aber auch durch Unterlassen sein. Und da sind wir natürlich auch wieder bei so einem speziellen Thema im Kommerz.
Und wenn man jetzt mal die Polizisten anschaut, dort ist es ja zumindest nach meinem Wissen noch so, dass die ja jeden Auftrag, den sie bekommen, auch auf ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen haben, in einem gewissen Maße zumindest, wobei das natürlich in der Praxis manchmal gar nicht so einfach geht, dass man sagt, okay, wir haben jetzt eine Situation, jetzt muss der Polizist reagieren. Manchmal reagiert er dann über. Also bis jetzt hatten wir das Gott sei Dank zumindest meines Wissens noch nicht in ganz schlimmen Weisen, aber die Sachen spitz oder werden ja zum Teil zugespitzt. Auf der anderen Seite sehen wir eben genau solche Bilder, wo eben dann auch die Menschen, die in diesen Uniformen, also in diesen Personenverkleidungen stecken, wo dann Polizei draufsteht bei der Firma, was wir ja auch belegen können, wo wir ja wissen, dass hier Verträge existieren, die diese ganze Sicherheitsbelange ausgelagert haben. Da gibt es ja mannigfaltige Sachen auch auf Telegram, wo das bewiesen wird, dass die bayerische Staatsregierung die Polizei ausgelagert hat, dass man sie auch kommerzialisiert hat, also umgewandelt hat, dass die auch Umsatz schreiben müssen. Das ist auch bekannt, das geht also auch schon seit Jahren durch die Telegram-Kanäle durch. Und da ist die Frage, ob die, die jetzt in den Uniformen drinstecken, ob die sich dessen überhaupt bewusst sind und ob die nicht auch schon so oft überfahren worden sind, ohne dass sie wissen, was eigentlich mit ihnen passiert ist. Ich erinnere da auch nur an dieses Berliner Polizeiaufgaben, nee, warte mal, das Bayerische Polizeiaufgabengesetz ist die eine Sache, aber die Umkehrung der Beweislast in Berlin, was wir erlebt haben, für mich ein absolut kommerzieller Vorgang, wo man eine Haftungsverschiebung auf die eigenen Bediensteten gemacht hat, die es in dieser Art und Weise, glaube ich, vorher noch nicht gegeben hat und wo viele auch gar nicht wissen, was ihnen da eigentlich so richtig blüht. Das ist, ja, also jetzt wahrscheinlich, also ich bin mir sicher, wenn wir Vorgänge aus der Öffentlichkeit angucken, dann landen wir in allen Fällen in kommerziellen Vorgängen. Das ist ja der Punkt, ja. Wir gehen doch mit der Vorstellung in unser Leben hinein, dass wir moralisch und ideell uns nach irgendwelchen Werten ausrichten, die wir so auch verstehen. Das sieht man ja zum Teil noch, ja. Das ist ja der Punkt. Nur, ich habe das letztes Mal schon gesagt, wenn man diese Würde mal anguckt, ja, und wir stellen fest, dass ich so einen kleinen Teil der ideellen Beschreibung habe und der Rest alles in Wertedefinitionen und kalten Zahlen daherkommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein würdevoller Umgang im Sinne der ideellen Definition natürlich eher geringer ist, wahrscheinlich sehr hoch. Und das findet man eben noch an verschiedenen Ecken. Unser Problem ist, dass wir Dinge offensichtlich unter den alten Vorstellungen versuchen zu begreifen und dann da und da immer so Anhaltspunkte finden, aber im Umkehrschluss ein System da draußen etwas kommerziell definieren muss. Ja, das sieht man doch an den Gerichtsprozessen. Wo läuft denn hier noch was ohne Vergleich ab? Ja, das sind doch 90% aller Prozesse, da geht es doch nicht mehr um Recht, da geht es um kommerzielle Werte da und da und da und um Hauptsache irgendwie Geld generiert. Ja, das ist doch der Punkt. Es geht doch nicht mehr um Recht. Es geht darum, wer die höhere Versicherung hat. So sieht das für mich aus. Ja? Und an der Stelle muss man sich immer selber fragen, wie begreifen wir uns denn? Ja, also was für ein Bild haben wir denn von uns? Wie sehen wir uns selbst denn? Ja, und das ist auch das, was die Polizisten logischerweise an Gedanken in sich drin haben. Und je mehr wir da glauben, wir sind hier in einer Existenz, ja, dass der Körper, das, was sich hier ausmacht, das Maß aller Dinge ist, umso mehr fallen wir auf diese kommerziellen Beschreibungen rein. Ja, da ist ein ganz direkter Zusammenhang drin, der vielleicht gar nicht so offensichtlich ist. Ja, man muss sich doch nur fragen, warum oder was veranlasst oder kann mich veranlassen, meine Hand zu bewegen, eine Unterschrift zu geben. Was ist das? Ja, ist das mein Körper oder was ist das? Sind das meine Muskeln oder was ist das? Ja, das ist geistige Kraft. Geistige Kraft. Und nur wir sind ja fähig, das in der Form so umzusetzen. Und letztendlich ist das der Wille, der nach außen gerichtet ist und damit natürlich auch angenommen werden kann. Und das hat die Polizei oder die Polizisten müssen das genauso tun. Ja, das müssen die Richter tun, die Staatsanwälte. Alle, die in diesem kommerziellen System behaftet sind, können nur über den Willen in das System einwirken. Ja, das ist ja das Krasse, dass wir das nicht sehen. Und jetzt denke ich, stoßen wir natürlich hier auch auf eine Maßgabe. Ich habe letztens mal einen Brief abgeschickt und gesagt, wenn Sie alles automatisch beschließen und alles automatisiert, maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig ist, für was brauchen Sie mich denn dann noch? Ja, genau. Ja,
Weil solche Briefe kriegen wir ja jederzeit immer wieder. Sei es, dass man mal durch einen roten Blitz durchgefahren ist, dann kommt man ja an so ein Schreiben ran oder beziehungsweise darf dann solche Schreiben beantworten oder vielleicht auch bezahlen durch eine Überweisung ausgleichen oder andere Dinge. Und du hast aber auch noch ein interessantes Wort gesagt und da wollte ich jetzt dann einmal so den Bogen hinbringen, das Thema Versicherung. Versicherung hängt für mich auch wiederum mit folgenden Begriffen zusammen, die wir vielleicht noch erörtern können. Mal schauen, wie wir den Bogen schlagen. Kreditwesen, Bank, Lizenzen. Dass wir uns diese Sachen mal anschauen. Wenn wir jetzt bei der Polizei waren oder von denen mal weggehen, die sind versichert. Meistens müssen sie jetzt oder sie sind alle jetzt privat versichert, was ja eigentlich schon mal sich widerspricht, weil auf der einen Seite sind sie im öffentlichen Dienst, auf der anderen Seite müssen sie eine private Haftpflichtversicherung haben. Und da haben wir schon mal ein paar Begriffe drin. Erstens Versicherung, Privat, Haftpflicht oder Haft. Pflicht ist dann nochmal eine andere Geschichte. Ich denke, da haben wir ein paar Dinge. Und das bringt uns dann auch wieder zu dem Kern, wo wir sagen, okay, wie begreifen wir uns und als was werden wir gesehen? Wie sieht uns die Öffentlichkeit und wie nehmen wir sie wahr? Dass wir diesen Bogen und diesen Komplex mal haben, um dann da vielleicht auch mal einen Rahmen drum zu machen, um mal zu sehen, welche Spieler sind denn da? Es ist ganz einfach, ja. Es ist ganz einfach zu beantworten, weil wir stellen im Kommerz fest, dass wir oder im System fest, dass wir immer wieder mit Versicherung zu tun haben. Ja? Und was ist eine Versicherung? Ja? Was ist eine Versicherung? Und das ist, um es mal ganz klar eins zu eins gleichzusetzen, Versicherung ist gleich Glaubwürdigkeit. Und da haben wir wieder mehrere Dinge drin. Ja? Glaube und Würde, ja, steckt damit drin und die Versicherung ist die Glaubwürdigkeit. Und das stellt man zum Beispiel fest, wenn man mal den Begriff der eidesstattlichen Versicherung anschaut. Ja, das ist ja das, was früher so hieß, jetzt die freiwillige Vermögensauskunft ist. Also da hat sich auch der Tenor geändert, ne? Aber da versicherst du etwas. Ja. Also, wenn alles in der Versicherung steckt, dann ist es immer ein Anzeichen dafür, dass alles irgendwo in einer Limitierung steckt. Ja. Es wird mit einem Wert behaftet. So, und bis zu diesem Wert kannst du bestimmte Dinge dann auch unter der Versicherung tun, unter der Glaubwürdigkeit tun. Wenn diese Glaubwürdigkeit mit der Versicherung gleichzusetzen ist, dann ist vollkommen klar, dass da auch Werte dahinter stecken, die im Glauben zu finden sind. Und Glaube ist Kredit. Ja. Da haben wir wieder einen kommerziellen Bezug. Und die Problematik, die ich immer wieder sehe, ist einfach, dass wir zu schnell die Dinge annehmen und dann denken, ja, ich habe es verstanden, aber ich habe es nicht geprüft. Ja. Irgendwie habe ich ein Gefühl, okay, das ist so, aber das leitet mich regelmäßig in Gebiete rein, wo ich nachher dastehe und dann feststelle, ich habe keine Ahnung. Ja. Versicherung ist gleich Glaubwürdigkeit. Das muss man ganz klar eins zu eins so sehen. Und es bezieht sich immer nur auf Personen. Ja. Wie hat man zum Beispiel früher was versichert? Ja. Als es diese Systeme so in der Form noch nicht gab. Ja. Da hat man einen Eid geschworen, zum Beispiel. Ja. Und der Eid war immer unter der Maßgabe dann, dass man mit der Strafe zu rechnen hatte, die der erhalten hätte, der durch deinen Eid bestraft worden wäre, wenn dein Eid falsch war. Ja, also da war die Verantwortung schon mal was ganz anderes. Du hast logischerweise auch ganz genau überlegt, wie kommunizierst du, ja? Und da bist du nicht ins Gericht reingegangen und hast gesagt, ich habe die und die Versicherung oder ich bin in dem und dem kommerziellen Wert und damit kann ich mehr leisten, ja? Man braucht nur die Prozesse angucken. Ich habe mal eine Studie gesehen, wo die Rechtsprechung untersucht wurde und da wurde immer auch wenn man gegen Firmen klagt, ja, dann wird anhand der Steuern wird festgelegt, okay, das ist einer, der die Steuerlast oder die Steuern, das Steueraufkommen viel Wert reinbringt und logischerweise wird da im Recht dann danach geschaut und somit kann kein moralischer Kompass mehr funktionieren, sondern es ist ein kommerzieller Kompass, der da funktioniert. Und im Umkehrschluss heißt das klipp und klar, dass jeder über seine Haftpflichtversicherung in einer Limitierung drin steckt. Und wenn die für die draußen da arbeiten, eben höher angesetzt ist, dann kannst du da lange kommen und sagen, ich habe hier einen Schaden. Jeder Schaden ist ja kommerzialisiert. Ja? Sogar der Impfschaden wird vom System bewertet. Ja?
Allerdings möchte man sich dort vor allem von der Haftung freistellen. Also man Ja, hat ja großartig verkündet, warum man stellt. wohl? Naja, logisch. Und dann ist immer die Frage, was ist denn ein menschliches Leben wert? Und eine Person hat bei uns in diesem System, in diesem Land, Territorium, wie auch immer man dieses Wirtschaftsgebiet dann bezeichnen möchte, Waldungsgebiet. Verwaltungsgebiet, genau, hat einen gewissen von vornherein festgelegten Wert. Und auch da gibt es natürlich Unterschiede. Das haben wir jetzt gemerkt, die letzten 4 Jahre. Vor allem, wenn man mal so die Prozesse, die auch durchaus einiges Aufsehen erregt haben, wo also Leute zu Schaden gekommen sind und nicht mehr am Leben sind und der ein oder andere Einzeltäter dann freien Fußes wieder rausgegangen ist. Und dann hat man halt gesagt, das ist so. Da ist die Frage, warum? Hat entweder der Haftgrund gefehlt, jetzt kommt natürlich wieder der blöde Spruch, den gibt es im Baumarkt, oder hat hier die Versicherung, war die nicht hoch genug oder hatte er gar keine und hat auch nichts ins System eingebracht. Das heißt, der war schon bis zur Hutkrause ja, belastet oder einfach ausgereizt. Also sprich, man hat ihn gehen lassen, weil man nichts mit ihm anfangen konnte. Aber das würde uns natürlich dann wieder in eine andere Sache führen. Weil du das aber angesprochen hast mit den Gerichtsprozessen, ich denke, da kann man auch wieder, um sich das mal etwas zu verdeutlichen, früher war das ja so, wenn ein Pfarrer etwas gesagt hat oder gesagt hat, ich kenne den oder denjenigen und hat das vor Gericht ausgesagt, war seine Glaubwürdigkeit sehr hoch bis nahezu unlimitiert, weil er war ja letztendlich ein Vertreter Gottes hier auf Erden, auch wenn vielleicht etwas weiter herabgestuft als der Papst. Und dann sind wir auch wieder bei so einem anderen Themenkomplex, was ja auch nur Kommerz ist, wenn man sich's mal wirklich mit einem gewissen Abstand anschaut. Und die Kirche beispielsweise aus meiner Sicht verliert jetzt die letzten Jahre, vor allem die letzten 2 Jahre, unheimlich an Glaubwürdigkeit, auch an Kreditfähigkeit, habe ich so das Gefühl. Da sind wir ja wieder beim Glauben. Das heißt, der Kredit, der ihr gewährt wird, wird immer kleiner. Und da sind wir, denke ich, schon bei 2 weiteren Begriffen, nämlich einmal dem Kredit und dem Kreditwesen. Vielleicht, dass wir das auch noch einmal uns etwas anschauen können. Okay, möchte ich abschließend noch was sagen, gerade weil du gesagt hast, dass Personen unterschiedlich bewertet werden. Das ist ja kein Geheimnis. Ja? Ich brauche dann nur in den Paragraph 1 Personenstandsgesetz reingucken. Da steht es doch wortwörtlich drin, ja? Dass Personen innerhalb der Rechtsordnung eine Stellung ergeben aus dem Familienrecht, was weiß ich, haben. Status, Stand, Stellung. Ja? Das ist doch, das impliziert ja von vornherein, dass es eben unterschiedliche Stadien oder unterschiedliche Eigenschaften der Stellungen geben kann. Ja, das bedeutet nichts anderes, wie das eben im Versicherungsbereich unterschiedlich bewertet wird. Und da steht es klipp und klar. Ja. Ich muss es doch nur verstehen. Ja. Das größte Ding, was wir im Kopf als Fragezeichen haben, ist, dass wir oft nicht sehen, was das für Prozesse sind, die da draußen laufen. Ja. Da fehlt uns ein Stück weit ein Verständnis dafür. Und das liegt einfach daran, dass wir ein völlig anderes Weltbild haben. Wir beziehen uns auf eine Realität und die Fiktion verkauft uns etwas, wo wir sagen, das ist aber ja nur zum Teil so in der Art. Ja? Und dann wundern wir uns regelmäßig, dass wir da mit dem, was wir tun, vielleicht nicht so durchkommen oder Ergebnisse erreichen, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Ja, ich kenne viele im Kommerz, die dann mit privaten Urkunden rummachen, zum Beispiel. Ja? Und da muss man einfach mal schauen, Stichwort öffentlicher Glaube. Ja? Also der öffentliche Glaube, ja. Und dann mal gucken, was darunter verstanden wird oder wie das gesehen wird. Und wenn das alles vom System narrativmäßig besetzt ist und die Definitionshoheit dort herrscht, dann kann ich mit privaten Urkunden in der Öffentlichkeit schlicht und ergreifend einfach nichts anfangen. Eben, dann muss ich andere Wege gehen. Ich kann es nur noch mal sagen, Rechtsmittel, wenn es unterwandert ist oder ja, korrumpiert ist oder nicht da ist, dann kann ich das selbst erstellen. So, jetzt das Kreditwesen. Was ist das für ein Wort? Ja. Das Kreditwesen, ja, da steckt ja was drin. Ja. Und es gibt da ganz, ganz viele Wesen im System. Wir haben das Bankwesen, das Schuldenwesen, wir haben das Schulwesen, wir haben, ja, also da kannst du eine ganze Armada von Wesen aufzählen. Ja. Und dann sind wir wieder bei einem Begriff, der nicht in einer Eindeutigkeit steckt. Ja. Kommerz sagt immer das geistig-sittliche Wesen, also. Jetzt, wenn ich das in der Öffentlichkeit schon habe, das Wesen, was unterscheidet mich denn dann, wenn ich diesen Begriff verwende von der Öffentlichkeit? Bin ich dann privat oder bin ich öffentlich, wenn ich das Wesen verwende, zum Beispiel, ja?
Und das ist auch so was, da wird im Kommerz ganz, ganz wenig drüber erzählt oder auch erklärt. Ja, und ich habe mir einfach mal die Mühe gemacht, das Wesen mal anzuschauen. Ja. Und Wesen ist ein Begriff, den kannst du gar nicht auf deine Existenz beziehen. Ja. Es geht gar nicht. Unmöglich. Das ist etwas, was nichts beschreibt, was in einer Existenz steckt, sondern etwas beschreibt, was existiert. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Ja, die richtige Bezeichnung für das Wesen ist nicht die Existenz, sondern die Essenz. Ja. Und die Essenz ist immer ein Hinweis darauf, dass etwas in einem Fließen ist. Ja. Und wie kommt ein Fließen zustande? Ja, was bin ich denn, wenn ich sage, ich bin ein Wesen? Ja, wenn ich das geistig-sittliche Wesen bin, ja, dann da sind wir wieder bei dem, was verstehe ich denn von mir selbst? Oder wie sehe ich mich selbst? Oder wie sehen wir uns selbst? Ja? Und wenn ich mich selbst als geistig-sittliches Wesen beschreibe, sehe ich dann meinen Körper oder was sehe ich dann? Dann sehe ich das Falsche, weil das ist nicht das Richtige, weil dann denke ich ja über die Existenz nach und das ist nicht korrekt. Es ist die Essenz und das bedeutet immer, dass es in einem Fließen ist. Ja? Und wenn ich meine Gedanken betrachte, meine geistige Kraft, dann sind das immer fließende Prozesse. Auch der Körper ist durch ein Fließen ausgezeichnet. Ja? Ihr habt einen Blutkreislauf, die Luft rein und raus, die Lymphdrüsen, die das Wasser durchpumpen, was auch immer. Ich bin kein Arzt, aber es ist ein ständiges Fließen, ein ständiger Kreislauf im Körper. Das ist das Wesen. Ja? Und wenn ich jetzt ein Kreditwesen habe, was fließt denn dann da? Ja? Ist das auch Energie oder bekommt dieses Wesen Energie? Und wenn ja, von wem? Das ist eine sehr gute Fragestellung. Und wie du das gerade so schön gesagt hast, wir hatten das ja vor kurzem mal in einem, ich glaube, war es in einem Kurs oder war doch in einem Kurs, beziehungsweise in einem Besprechung hatten wir das. Im bezeichnenden Kapitel 17. In dem bezeichnenden Kapitel 17. Kapitel 17, da kann man hinkommen, genau. Jedenfalls diese Überlegung und was auch wieder wichtig ist, um das nochmal kurz einzuschieben, für viele, die dieses Video jetzt dann sehen werden, der Kommerz und auch diese ganzen anderen Dinge hängen so viel auch mit spirituellen Themen zusammen. Das heißt, wenn ich das nur, ich sage es mal, auf der 3D- oder 2D-Ebene betrachte, werde ich ganz schnell an einen Punkt kommen, wo ich nicht weiterkomme. Und da sind wir bei dem Selbstverständnis. Also wer sich tatsächlich nur als den Körper wahrnimmt, als die Person, ja, oder vielleicht nochmal begriffen hat, dass es außer der Person noch einen Menschen aus Fleisch und Blut gibt, der ist schon ein Stück weiter als viele anderen. Aber wir haben noch so unendlich viele Aspekte in uns, um uns herum, die energetisch betrachtet, und das ist jetzt keine Spinnerei oder ESO oder sonst was, sondern tatsächliche Dinge, mit denen auch gerechnet wird. Im wahrsten Sinne des Wortes auch von der anderen Seite, beziehungsweise die auch versucht werden anzuzapfen und zu besetzen, beziehungsweise auch zu beeinflussen. Und das merken wir, wenn wir uns tatsächlich darauf einlassen. Nur mal als Beispiel, wenn ich heute hergehe und sage, ich betrachte meine Gedanken, dann kann ja nicht ich das sein, der die Gedanken betrachtet, sondern da muss es ja nochmal etwas geben, was die betrachtet. Also sprich, sind da schon mehrere da. Und Personen, wissen wir vielleicht auch alle, kann ich ja nicht nur eine haben, sondern da kann ich ja mehrere haben. Also jeder, der schon mal irgendwann selbstständig oder als Geschäft... Alle zufrieden. Ja, oder die, ne? Das ist dann noch die nächste Geschichte. Das ist dann auch vom Staat oder von der Öffentlichkeit kann es ja durchaus passieren, dass so etwas festgestellt wird und man versucht, das dann zu therapieren. Also das ist dann auch ein Weg, den wir anscheinend immer öfter jetzt mitbekommen, dass also versucht wird, hier den Leuten Schwachsinnigkeit oder sonst was zu unterstellen aus Sicht des Systems. Wie Kinder werden wir behandelt, das sehen wir also tatsächlich jetzt auch im Außen, beziehungsweise auch... Ab morgen dürfte nicht mehr raus. Genau, dürfte das nicht mehr und wehe und wenn ihr euch mit den anderen trefft, ne, und so weiter und so fort. Also es wird uns ja vorgemacht und das sollte man einfach mal hinterfragen, wie denn das geht. Und als Erwachsener oder reifer Mensch sollte man irgendwann mal fragen, wer ist denn der andere, dass er sich über mich stellen darf, kann? Weil das hatten wir ganz am Anfang, wie wir gesagt haben, vor dem System oder vor jedem Rechtssystem muss ein Mensch stehen und wer steht über dem Menschen? Das kann nur sein Schöpfer sein. Nur so kann die Kette funktionieren, nicht umgekehrt. Das heißt, der Mensch kann nicht etwas schaffen, was er über den Menschen stellt, in Form eines ja, Papierwesens, eines Schulwesens oder was auch immer, sondern das sollte man auch machen. Das Rechnungswesen, ne? Was ist alles? Genau, gibt, ne? Da gibt es ja unendlich Sachen, aber darüber sollte man nachdenken. Und das ist wichtig, um das
in der Gänze Ja, zu begreifen. da liegt einfach eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis drin, ja. Und man muss sich einfach immer mal fragen, wenn das Fließen, das Weh, also das ist ja das Wort Fließen schon an sich, das beschreibt ja etwas, was in Bewegung ist, ja. Also etwas, was in einem Ablauf drin steckt. Sagen wir mal, Prozess ist vielleicht auch ein gutes Wort. Also Wesen könnte man auch als Prozess gleichsetzen, ja. Das wäre im Prinzip viel, viel treffender als zu sagen, Existenz, ja. In dem Moment, wo ich sage, ich bin in der Existenz, dann habe ich nur einen kleinen Ausschnitt aus der Zeit, ja, indem ich sage, jetzt ist eben diese Existenz da. Und damit manifestiere ich oder damit manifestiere ich ja im Prinzip die Materie, sogar wenn ich das mal so richtig darstelle. Du hast vorhin von der 2- und 3D-Ebene gesprochen, ja. Und es gibt ja so einhellig dann diese verschiedenen Ebenen, die dann auch in der spirituellen Geschichte diskutiert werden, ja, dass dann in der 4D-Ebene die Zeit vorherrscht, in 5D, ja, Energie und was auch immer. Man muss sich einfach mal Folgendes klar machen, ja. Die Zeit ist ein wesentlicher Faktor, ja, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, ja. Und dazu empfehle ich eine Lektüre. Schaut euch mal den Intergravissimas an, so nennt er sich, ja? Der Intergravissimas, ja. Februar 1582 von Papst Gregor erlassen und dann einfach mal durchlesen. Nur mal durchlesen. Ja, und wenn wir uns dann an das Zeitsystem mal angucken, ja, das ist ein hochspannendes Thema. Und ich habe da auch einen Abend drin, wo wir über Zeit sprechen, was das ist. Und es ist letztendlich ein Konstrukt, was uns vorgegeben wird. Ja. Woher wissen wir, dass heute der, was weiß ich, 22. März ist? Das sagt uns ein Kalender. Und dieser Kalender ist auf dem Zeitsystem von einer Kirche oder basiert auf einem Zeitsystem von einer Kirche. Ja. Und wenn wir uns dann wiederum die Realität anschauen, stellen wir doch fest, dass es im Prinzip Jahr für Jahr im Prinzip derselbe Ablauf ist. Ja. Es ist immer das Gleiche. Ja. Also wenn der Kalender sagt, es ist das Jahr 2021, ist das auf der einen Seite richtig. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass es sich zum 2021. Mal wiederholt. Ja. Also ungefähr so. Es ändert sich ja nicht wirklich was da draußen. Ja, es ist jetzt Frühling, dann wird es Sommer, dann wird es Herbst, dann wird es Winter. Und es ist jedes Jahr das Gleiche. Und das ist der Referenzpunkt, der für Kalendererstellungen benutzt wird, das sogenannte Jahr Null. Ja, und schaut euch doch mal die Null an. Das ist ein Kreis, das ist eine Ellipse. Ja? Und das sieht nicht durch Zufall so aus, sondern das hat man ganz bewusst als Symbol gewählt, um eben darauf als Referenzpunkt eine zeitliche Abfolge zu definieren. Und diese zeitliche Abfolge gibt es aber nicht. Ja, die gibt es nicht. Es ist nur eine ständige Wiederholung eines zyklischen Ablaufs, der von uns gedanklich in einen fortlaufenden Prozess definiert wird. Und nur so sind wir überhaupt in der Lage, Fristen generieren zu können, Termine generieren zu können, Verzug generieren zu können. Nur so funktioniert das. Ja? Und wir richten uns ja auch aufgrund des Zeitbegriffs in unser Leben oder unser Leben auch so aus, dass wir bestimmte Dinge pünktlich erledigen, das erledigen, das erledigen. Wir sind ja immer der Sklave der Zeit. Anders kann man es ja nicht sagen. Ne? Und das Schlimme, was noch mit daherkommt, ist eigentlich, dass wir vordefiniert unser Alter begrenzen. Ja? Also da kommt dann die Versicherung und sagt eine Sterbetafel und dort bist du mit 74, 78 Jahren, also in der Nähe des Todes. Ja? Und so hast du im Prinzip von Kindesbeinen an den Begriff im Kopf und sagst, ich kann 74, 75 Jahre kann ich erwarten. Ja? Ja. Und was macht der Glaube dann mit dir? Ja? Wie richtest du dich aus? Kann es sein, dass dein Körper vielleicht dann sagt, okay, du gibst mir selber nur 75 Jahre, ja? Ist das vielleicht so rum? Könnte ja sein. Ja? Und dann sind wir wieder bei dem Thema, dass ja der Glaube oder der Wille letztendlich die Materie auch steuert. Und das ist natürlich ein absolutes Hammerthema, weil wenn wir uns nur mal auch vergegenwärtigen, was ja in dem Buch der Bücher geschrieben wird, wo es ja auch heißt, dass dort ja auch von Menschen schon gesprochen wird, die ja, was weiß ich, Methusalem-Alter und wie auch immer haben, oder wo man dann im sehr hohen Alter dann nochmal Kinder zeugt und Ähnliches. Das sind ganz wichtige Themen. Und da fragt man sich, wie kann denn das sein? Oder wenn uns verkauft worden ist, im Mittelalter sind die Leute nur 40 Jahre alt geworden. Ja, komischerweise, die Bilder von den Gelehrten, die wir sehen, die waren aber alle älter, zumindest wird es uns so vorgemacht und gezeigt. Also sprich, auch da haben wir eine Möglichkeit mit einzuwirken auf uns selber und wie man sich ja auch fühlt. Es gibt ja auch viele ältere Semester, die durchaus sagen, Mensch, ich mag zwar auf der Uhr
oder auf dem Kalender oder die Jährung der Niederkunft hat sich jetzt 70, 80 Jahre schon wiederholt, aber sie fühlen sich wie, was weiß ich, 50, 60 oder noch jünger und sind auch dementsprechend fit. Und da gibt es auch sehr viele Beispiele. Natürlich gibt es irgendwo, zumindest in unserem Glaubenssystem, irgendwo eine Grenze, wo man sagt, okay, dann ist der Verfall des Körpers oder der Materie gegeben oder der Geist entweicht. Weil wir hatten auch, ich hatte das vor einer kurzen eine Besprechung, Dinge, die beseelt sind oder in denen ein Geist steckt. Das mag ein Haus sein, das mag ein Tisch sein, es mögen andere Dinge sein. Solange der Geist oder zumindest ein Stück davon drin ist, zerfällt es nicht. Wenn der weg ist, dann geht es ganz schnell und dann ist die Sache auch oder wird auch wieder zu Staub. Wird uns ja auch so bei Beerdigungen hören wir es ja auch immer. Ne? Du kommst vom Staube, du gehst zum Staube und das drückt es eigentlich aus und da sehen wir viele Dinge. Und wo wir aber bei den Sterbetafeln waren, das fand ich auch wieder eine tolle Sache, weil ich kenne das ja aus der Immobilienbranche auch, wo man sagt, naja, wenn da jetzt jemand heute was kaufen möchte, einen Titel erwerben, also er kauft ja kein Haus, sondern er erwirbt einen Titel, ein Recht an irgendetwas, ja. Den Schlüssel vom Eigentümer kriegt er dann so, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, sonst mache ich vielleicht ein bisschen weniger Geschäft, aber letztendlich, tatsächlich ist es so, du erwirbst einen Titel und wenn du heute dann zu der Bank gehst, die immer mit im Boot ist, also es gibt kein Geschäft, das wir heute tätigen, in dem keine Bank und auch die Öffentlichkeit in Form des Staates mit verwickelt ist. Und das sieht man auch, wenn man heute ein Schreiben bekommt, hast du eine Bankverbindung drauf. Du hast es ja in den Kursen auch immer wieder so schön erklärt. Da kommen wir auch nochmal drauf. Hast du die Thematik, wie lange ist jemand kreditfähig? Also meine Erfahrung ist tatsächlich, dass bei uns Personen, die 70 Jahre oder älter sind, heute keine Kredite mehr bekommen. Sprich, deren Glaubwürdigkeit läuft ab oder ist abgelaufen oder umgekehrt. Die Bücher, in denen die entstanden sind, sind vielleicht abgelaufen. Wenn man das mal auf einer anderen Ebene mit betrachtet, weil irgendwo tauchen in diesem System immer wieder so Zahlen 77 und alles drumherum auf. Also das erleben wir ja jetzt auch gerade, wo ja meine These ist, wir leben in sehr kommerziellen Zeiten, dass die Bücher umgeschrieben werden. Und Corona ist ein wunderbares Thema für den Kommerz, weil darunter nämlich alles abgeschrieben werden kann aus meiner Sicht. Hier wurde eine Sonderabschreibung, ich nenne es jetzt einfach mal so, aus meiner Sicht geschaffen und da passiert sehr viel. Ja, Corona kommt ja oder betrifft ja das Gesundheitswesen, ne? Da haben wir es, genau. ja, das war jetzt wieder viel. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das aufdrösle. Ich folge dir immer in den Worten und lande dann auch in dem Punkt, aber dann vergesse ich die Themen, die wir angefangen haben. Ich möchte nochmal zu dem Wesen nochmal was sagen. Also wie begreifen wir uns? Ja. Wir sehen uns ja in dieser körperlichen Darstellung, ja, wir verkörpern ja etwas, ja, das macht eine Person letztendlich auch, das ist auch eine Verkörperung von etwas. Und ich stelle immer mehr fest, je mehr wir auf diese materielle Ebene gehen, ja, und du hast ja gesagt, der Geist erschafft die Materie, ich brauche ja nur das Doppelspaltexperiment angucken. Also der das noch nicht kennt, der sollte sich das wirklich mal anschauen. Das ist, das kannst du eigentlich nicht erklären. Also nicht mit dem Verständnis von der Welt, was wir gerade haben, lässt sich das nicht erklären, warum das so ist. Ich habe das auch mal in Vorbereitung des 17. Kapitels nochmal überprüft, bin da auch tiefer eingestiegen und verschiedene Forschungsergebnisse mir mal angeschaut. Und die Grenze, wo das momentan festgestellt wurde, ist bei Molekülen mit 800 Atomen. Ja, also dort tritt dieser Effekt noch auf. Und das ist im Vergleich zu den ersten Versuchen mit kleinen Elektronen größentechnisch nicht mehr darzustellen. Ja, das sind schon Galaxien dazwischen. Ja, also in der Größenordnung trifft also dieser Effekt der Interferenz auf und fällt zusammen, wenn es ein Geist beobachtet. Ja, das ist das Spannende an der ganzen Geschichte. Ja. Wenn wir manifestieren können, ja, also bin ich langsam wirklich der Meinung, dass all das, was da draußen ist, nur existiert, weil wir die Augen aufgemacht haben. Irgendwann mal. Ja? Ja. Oder der Schöpfer die Augen aufgemacht hat, auch so kann es sein, eine bestimmte Vorstellung hatte.
Aber das würde jetzt zu weit führen. Auch das, was daraus resultiert, würde hier für diesen Vortrag zu weit führen, weil wir dann in eine Geschichte reinkommen, die, ich sage es mal so, auf der einen Seite sehr eindeutig klar darstellt, was hier für ein Prozess abläuft, auf der anderen Seite aber gleichzeitig eine unglaubliche Gefahr birgt. Ja, das muss man sich einfach klar machen. Ja, und deswegen ist das letzte Kapitel, was wir aufgebaut haben, auch mit Abstand, Respekt und mit Vorsicht zu genießen. Ja, ich habe das ganz bewusst auch mit einem offenen Ende dann so gelassen, damit jeder da seine eigene Energie finden kann. Und in Bezug zur Kreditwürdigkeit, ja, das ist ja genau der Punkt. Wenn wir diese vordefinierten Zeiten haben und dann über das Bildungswesen mitbekommen, dass die Medizin in den letzten Jahren immer dafür gesorgt hat, dass die Lebenserwartung länger wird, ja, dann nutzt das System das aus und sagt, okay, wenn ihr länger leben könnt, dann könnt ihr auch länger arbeiten. Ja? Und dann steigt dann die Zahl der Aktivität immer weiter nach hinten. Ja? Also jetzt ist es nicht mehr 63, so wie ich das von früher kenne, oder teilweise 61. Wir sind bei 67. Wir bewegen uns schon auf die 70 zu. Und du sagst ja gerade, dass die Kreditwürdigkeit im zunehmenden Alter schwindet. Das ist aus Sicht des kommerziellen Systems logisch, ja? Weil du bist nachher nicht mehr in einer Produktivität. Und eine Produktivität bedeutet, dass du generierst. Du generierst also nicht mehr den Wert, den du vorher durch dein Arbeitsleben generiert hast. Weil jede Arbeit, die da draußen abläuft, generiert Wert. Sie generiert kommerzielle Werte. Guckt nur auf euer Konto. Und deswegen haben wir ja ein Konto. Weil Banken nun mal die Fähigkeit haben, all das, was da draußen als Wert definiert werden kann, kommerziell auszudrücken im Sinne von Buchungssätzen auf deinem Konto. Und irgendwann kannst du das nicht mehr. Und dann bist du Bezieher. Ja, das heißt, du beziehst aus dem System diese Mittel und produzierst aber nicht mehr den Wert. Und somit ist deine Kreditwürdigkeit, ja, also Glaubwürdigkeit und Kreditwürdigkeit sind nicht so weit voneinander weg. Die wird logischerweise mit zunehmendem Alter immer kleiner, ja, weil du die Kreditmittel beziehst und nicht mehr bringst. Du verkonsumierst sie Ja. und damit erzeugst du, wie du es gerade so schön gesagt hast, erzeugst du wenige Möglichkeiten für das System, wieder neue Kredite zu schaffen. Letztendlich Genau. geht es ja um das. Genau. Du musst einfach nur die Augen aufmachen und dich in die Thematik hineinbegeben. Was versichert dem System Kredit? Also, wie kann oder durch was kann das System Kredit aufnehmen? Durch was? Die Tja. Frage lässt sich ganz schnell, ganz einfach beantworten. Es ist ein bisschen versteckt, aber man findet das tatsächlich. Ja? Und da brauche ich nur an bestimmten Instanzen einfach mal schauen, wie es definiert ist. Gebt doch mal das Wort Steueraufkommen in Wikipedia ein. Steueraufkommen. Was ist ein Steueraufkommen? Was wird darunter verstanden? Wie ist es definiert? Ja? Und auf der einen Seite sind Steuern alle Pflichten, die durch natürliche und juristische Personen als Tatbestand der Pflichterfüllung definiert werden. Ja? Also so wird es gesehen oder so wird es definiert. So, und damit sind wir absolut in der Öffentlichkeit. Da steht nicht der Mensch. Ja? Der ist da nicht vorhanden. Sondern es ist die kommerzielle Einheit Person, die das System geschaffen hat, um alle Werte darauf definieren zu können. Sonst funktioniert das nicht. Ich kann nicht den Menschen als Wert definieren, aber ich kann das Konstrukt Person, das kann ich versichern und bewerten. Das geht, aber nicht den Menschen. Ja? Den brauche ich, dass das alles legitim wird. Und da gibt es dann auch wieder zwei Ansichtspunkte. Also aus meiner Sicht wäre uns viel geholfen, wenn man es korrekt machen würde und den Menschen aufklären würde, dass er jetzt eine Person hat, nicht dass er eine ist. Das wird uns aber heute so verkauft. Und das hören wir ja jeden Tag im Radio. Es sind Personen auf der Fahrbahn. Keine Ahnung, liegen dann Ausweise rum. Ich weiß es nicht, wenn man es mal Wenn du so im sehen würde. Restaurant anrufst und fragst, ich brauche Ja. einen Tisch für heute Abend, dann sagt der Wirt, ja, wie viele Personen kommen denn? Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie das schon in uns drin verankert ist. Ja? Also wir denken darüber ja nicht mehr nach, sondern wir benutzen die Wörter und ich kann es nur sagen, unser Geist manifestiert. Ja? Das heißt, das, was da draußen ist, haben wir zum Großteil selbst erschaffen. Ja? Und das ist ja das Wahnsinnige an der ganzen Geschichte. Wir arbeiten Das auch ist das dran. Irre. Und vor allem in der jetzigen Zeit. Deswegen, wenn ich auch noch mal ganz kurz den Sprung nach Kassel machen darf, was da erschaffen wird und auch was das System zulässt und wo wir dann wieder in Fallen reingehen, weil tatsächlich Dinge erschaffen werden und dann kommen wir zu anderen Wesen, die wir jetzt gar nicht so genau ansprechen wollen, aber tatsächlich energetische Umstände. Jeder denke da nur mal an ein Fußballstadion, wo ja tatsächlich
Energien freigesetzt werden in einer Art und Weise, man merkt es dann auch, wie die Leute drauf sind oder viele, die in der Gruppe oder jemand, der normalerweise ganz friedlich ist, geht da mit seinen Freunden rein und wird dann plötzlich zur Kampfmaschine im Positiven. Berserker, ja, genau. Oder im Negativen, das kann man sich dann anschauen, aber das hat man ja gesehen die letzten Jahre. Gut, das letzte vergangene Jahr jetzt nicht, aber tatsächlich, was hier passiert ist, wie Energien erzeugt werden, wo sie hin gelenkt werden dann auch. Und das sollte man sich auch mal überlegen, wer davon profitiert. Aber wenn wir jetzt mal wieder den zurückgehen auf unsere Banken bzw. unser Bankwesen, da kommen mir dann auch noch so Sachen, warum gibt es denn über oder beziehungsweise woher kommen die Banken? Also historisch gesehen werden die ja alle so irgendwo in Italien auch um die Zeit 1300 rum Venedig, ja. Veranlagt, beziehungsweise Venedig, Florenz. Man erinnert sich an die Namen Medici. Ich hatte das ja in verschiedenen anderen Videos schon, dass wir da gewisse Blutlinien dahinter vermuten dürfen, die immer mal wieder ihre Namen geändert haben, aber letztendlich wissen, was sie tun. Das hat wiederum biblische Hintergründe, wobei man natürlich bei der Bibel auch nicht so genau wissen, ist die nicht erst entstanden durch irgendwelche Konzile, angeblich vor 1600 Jahren. Und wie wurden die Religionen überhaupt erschaffen? Aber das ist wieder was anderes. Aber letztendlich, je mehr ich mich damit beschäftige, sehe ich in so vielen Dingen immer wieder dieses Thema kommerzielle Begriffe, die kommerziell verwendet worden sind oder definiert werden oder schon lange definiert sind. Ich hatte jetzt vor kurzem mit der Katharine noch ein Video gemacht, wo es um die Verfassung der Vereinigten oder die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten ging. Und da stehen auch so Dinge drin, we the people. Ja, aber wer ist denn we the people? Ja, das waren die paar Hanseln, die das Ding verfasst haben und unterschrieben haben. Und was waren es? Alles kommerziell tätige Großgrundbesitzer, Händler, Diplomaten, wie auch immer, zum Teil auch Banker, und die sich nur von einer Steuerlast von England mehr oder weniger befreien wollten, aber ihren eigenen Leuten in den eigenen Territorien genau das wieder aufgelastet haben. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Thema. Wir brauchen nicht anfangen zu träumen und sagen, morgen, selbst wenn der Kaiser kommen sollte, ist alles weg. Ja, sondern dieses Thema wird uns weiter beschäftigen. Und für mich ist es wichtig, und ich denke, da sind wir auch einer Meinung, dass wir mitgestalten können und dieses System wieder gerade rücken können. Wir werden es nicht von heute auf morgen definieren, sondern wir müssen begreifen, in welchem System wir sind. Dann können wir mitwirken, weil bis jetzt wirken wir nicht mit. Also nicht. Das würde ich so nicht sagen. Wir wirken schon mit, nur steuern wir unsere Eingabe nicht. Ja, das tun wir nicht. Ja, also das Wirken ist ein Prozess, der auch wieder beim Fließen ist. Ja, ich wirke ständig. Ja, das kann ich ja nicht abschalten. Ja, das Dasein, was ich habe, ist ja ein ständiges Wirken. Ja, auch jetzt wirke ich. Ja, wir wirken gerade miteinander. Ja, wir sind in einer Wechselwirkung drin. Und die nachher das angucken, was wir hier sprechen, werden auch in eine Wirkung kommen. Ja, und somit haben wir eine Wirkung nach außen und logischerweise von Mensch zu Mensch eine Art Austausch von Energie hergestellt. Und das ist das, was wir bei der Demo erleben, das ist das, was wir im Bundestag erleben, das ist das, was wir überall erleben, wenn wir nur richtig drauf gucken. Ja? Und wie du es gesagt hast, im Fußballstadion, wenn dann, also weiß ich, Dortmund gegen Bayern spielt, ja, dann haben wir da die Gelben und da haben wir die Roten und alle haben dann mit der Energie da drin logischerweise auch eine Art Kampf, der auf einer energetischen Ebene abläuft. Ja? Da geht es ja ums Gewinnen. Ja? Und die Reihen, ja, das merkt man zum Beispiel, ist immer toll, wenn so ein Auswärtsspiel ist und dann die gegnerischen Fans dann praktisch nur noch zu hören sind, ja, da merkst du, dass dann die andere Seite energetisch auch diesen Kampf dann ein Stück weit verloren hat. Aber das sind Prozesse, die lassen sich nicht anfassen. Ja, also das ist nichts, was mit einem Ball was zu tun hat, sondern es ist was mit dem Kopf was zu tun hat, mit den geistigen aussendenden Wellen, die wir da, oder ja, mit der Einwirkung zu tun hat, möchte ich mal so sagen. Wellen ist wieder so ein Begriff. Ja. Und das findest du bei jeder Demonstration. Immer dann, wenn sich Menschen nun mal zusammenschließen, eine Gruppe und dann in eine gleiche Idee hineingehen, ja, dann hat man da diese Strömungen. Und das ist ja klar, je höher der Anteil ist, ja, da muss man sich einfach fragen,
zu was werden bestimmte Dinge denn aufgebaut, ja, oder wie werden diese Dinge ins Laufen gebracht und von was hängt es ab? Und das ist letztendlich immer von uns abhängig. Das wird immer bei uns landen, immer. Ein gutes Beispiel dafür, auch mit diesem We the People, was du gerade gebracht hast, ist der Begriff des freien Willens. Ja, und ich kann nur davor warnen. Ja? Bezieht euch nie auf den freien Willen, ja, weil wir keine Ahnung haben, was unter einem freien Willen verstanden wird. Ja? Der freie Wille, das Freiwillige, ja? Das kann man jetzt unterschiedlich deuten. Ja? Zum Beispiel, wenn ich die freiwillige gesetzliche Krankenversicherung betrachte oder die freiwillige Vermögensauskunft, ja, was es da alles gibt. Und dann komme ich und sage, ich beziehe mich auf den freien Willen. Und dann wird der andere auf der anderen Seite sagen, das ist ja schön, dann unterschreib mal. Du sagst doch, du machst es freiwillig, beziehst dich auf den freien Willen. Ja, das ist das, was wir an der Wortwahl nicht verstehen, weil wir denken, der Wille ist frei. Ja? Aber dieses freie Wille, ja, das kann man mit zwei Richtungen deuten. Also entweder ist es frei von einem Willen, ja, dass es eben mit dem Willen nichts zu tun hat, ja, und dann einfach gemacht werden muss, zack. Ne? Und damit bestätige ich das Ganze, dass es frei vom Willen ist. Ja? Das ist also, ich schalte praktisch meinen Willen aus damit, wenn ich mich auf den freien Willen beziehe. Oder aber der freie Wille ist durch ein Narrativ besetzt. Und unter dem freien Willen wird etwas verstanden, was dann irgendwie ja, mein freier Wille zu sein hat. Also nach dem Motto, wenn jetzt der freie Wille definiert, dass Masken zu tragen sind, dann habe ich den freien Willen, das anzunehmen. Und wenn ich dem nicht entspreche, ja, habe ich die Möglichkeit geschaffen, eine Haftungsverschiebung. Jetzt ist ein Bußgeld fällig, ja, weil du hast ja den freien Willen nicht. Genau. Das ist pervers, ja. Wenn man das mal aus den kommunikatorischen Aspekten betrachten. Ja? Und das ist mit vielen, vielen Dingen so, dass wir auf der einen Seite verstehen, was da steht, aber die Bedeutungen, ja, das, was dahinter steckt, ja, das ist uns nicht klar. Wir sind uns nicht darüber im Klaren, welche Energie senden wir damit. Ja, weil die Bedeutung, ja, also das Semantische, es gibt einen Begriff dafür, das nennt sich Semantik, ja, das ist die Lehre der Bedeutung. Die Bedeutung ist das Entscheidende. Weil eine Bedeutung gibt dem Wort Kraft. Ja? Wenn ich nicht weiß, was ein Mercedes ist, wenn ich keine Bedeutung zu diesem Wort habe, dann kann ich mir keinen kaufen. Und dann wird jeder, der mir einen Mercedes verkaufen will, es nicht schaffen, mir einen Mercedes zu verkaufen, weil ich keine Bedeutung zu diesem Wort habe. Und das ist ja der Grund, warum die Kommunikation immer wieder mit Bildern kommt und sagt, das ist die Bedeutung, das ist die Bedeutung, das ist die Bedeutung, so lange, bis wir es im Kopf haben. Und dass wir dann aus unserer Sicht eine Bedeutung einem bestimmten Wort zuordnen können. Gefühle werden dann geschaffen, ja, genau, oder verbunden. Ja, umgedreht, ja. Und da fallen wir regelmäßig drauf rein, ja. Bildungswesen, ja, die schaffen Bedeutungen. Die schaffen Bedeutungen für den Begriff Mensch, die schaffen Bedeutungen für den Begriff Evolution, die schaffen Bedeutungen für ganz, ganz viel Kram, der da im Hintergrund läuft, wo wir nachher in dem Verständnis stecken, dass wir ein evolutionäres Zufallsprodukt sind und keine Wertigkeit besitzen. Ja? Wir sind 1,5 genetisch ein bisschen besser wie ein Affe. Das ist das, was uns die Schule vermittelt. Ja? Und aus dieser Wertigkeit heraus sollen wir dann in die gestalterischen, kreativen Energien finden. Ja, welche Möglichkeiten habe ich denn dann noch? Und das finde ich schade, ja, dass man den Menschen diese Kreativität einfach schon mal von vornherein mit so viel Gegenenergie begegnet, ja, und einfach das gar nicht, also praktisch schon im Keim erstickt. Ja. Das Schulwesen ist die eine Sache, tatsächlich. Fallen mir jetzt auch ein paar so Dinge ein, vor allem wenn es dann darum geht, ja, wir können unsere Kinder momentan nicht in die Schule schicken. Seid doch froh. Weil diese Unterbrechung, die da tatsächlich stattfindet, jetzt mal ohne die Nebenerscheinungen, die sicherlich auch herausfordernd sind und auf der anderen Seite natürlich für den Einzelnen nicht gut sein mögen, dass man sagt, wer passt auf die Sprösslinge auf, wer ist zu Hause, wie schaut es mit dem Essen aus und so weiter, das mal weggelassen. Aber alleine diese Unterbrechung, wenn wir dabei sind, diese Indoktrinationsmaschine, und ich kann mich da sehr gut erinnern, über die Themen, die ich heute spreche, habe ich in der Schule nie etwas gelernt, sondern tatsächlich, man wurde konditioniert, es wurden Bilder erzeugt, zum Teil auch mit Ausflügen oder irgendwelchen anderen Dingen, und Emotionen wurden da auch geschaffen, die auch miteinander verknüpft worden sind, und ich möchte nicht sagen, dass jeder Lehrer da irgendwo weiß, was er tut. In vielen Die haben selben Glaubenssystem drin, das ist ja. Es ja, aber die können ja nur aus ihrer Bedeutung heraus wiederum lehren, ja, das haben ja unsere Eltern genauso gemacht, muss man ja klar sagen. Ja, und jetzt muss man sich einfach fragen,
warum sind denn bestimmte Reformen schon so alt und warum sind bestimmte Reformen schon so früh durchgeführt worden, dass wir heute in einer Welt stecken, in der wir andere Dinge gar nicht mehr in den Kopf kriegen, wo wir sagen jetzt, Moment, was, wie, das ist so und so, also das ist eine Verschwörung. Ja? Ja. So, da kommt ja diese Energie dann zum Tragen, wo man dann sagt, das ist nicht die Realität. Aber das lässt sich gar nicht definieren, weil Realität immer eine subjektive Wahrnehmung ist. Ja, es gibt keine einheitliche Realität, die versteht ja jeder anders. Jeder hat seine eigenen Erfahrungen, jeder hat seine eigenen Gefühle mit irgendwas. Und wenn man Menschen sind ungenau. Sie sind ungenau, sie sind nicht planbar, sie sind genau das Gegenteil von Personen. Personen sind immer gleich. Ja. Deswegen sind auch Datensatz, denen ist das Wetter egal, die können nicht lachen, nicht weinen, die haben kein Lieblingsessen, Personen betrifft das nicht. Und der Mensch an sich ist in seiner Ungenauigkeit, genau in dieser Kreativität drin, dass er all die Dinge erschaffen kann, die ihm möglich sind. Und da geht es letztendlich nur darum, auch wenn du nur dein Blumenbeet neu bepflanzt, ist das eine kreative Einwirkung in deine Realität. Richtig. Und jeder nimmt ja anders oder Dinge auch anders wahr. Und wo wir das schon hatten und vorhin kurz bei Wörtern waren und deren Bedeutung, man möge sich doch mal überlegen, fällt mir ein, auf der einen Seite haben wir beispielsweise Begriffe wie, jetzt fällt mir da nichts anderes ein, ich habe da gerade so eine Seite auf wie Schuld. Und wenn man sich nur mal bei Wikipedia anschaut, wenn man das eingibt, Schuld, wie viele Begriffe es gibt und wo dann dahinter steht, rechtliche Bedeutung, die vollkommen unterschiedlich sein kann zu vielleicht irgendeiner anderen Bedeutung. Oder was weiß ich, ja, einfach mal Worte eingeben, diese hinterfragen. Das machen wir ja auch, oder beziehungsweise machst du ja auch auf deinem Blog. Genau, das ist ja, Schuld ist ein ganz wichtiger Begriff, da kommen wir jetzt wieder zur Bank. Ja. Ja. Durch was bin ich denn in einer Schuld? Ja? Also wie kommt denn ein Kirchenmitarbeiter, ich sage es jetzt mal neutral, dazu, ein Neugeborenes als Sünder zu bezeichnen. Ja, der hat dreimal geatmet und du bist ein Sünder. Ja, und jetzt kommen die mit ihrer Klimareligion, ja, das ist auch so ein Begriff, der immer wieder auftaucht. Ne? Ich weiß nicht, eine von den Grünen hat, glaube ich, die Greta Thunberg als Klimaprophetin bezeichnet. Das sind kirchliche Begriffe. Ja? Da geht es ganz klar um Energien. Ja? Das ist ganz wichtig, dass man das begreift. Ja? Und dann sich von diesen Energien auch greifen lässt. Ja? Das ist auch eine Geschichte, weil wenn wir das gedanklich mit manifestieren, dann werden wir eine Klimakatastrophe erleben. Die wird kommen, ja, weil die Erde wird darauf reagieren. Da bin ich ganz felsenfest davon überzeugt. Ja, sie wird das tun, was wir uns vorstellen. Und aus dem Punkt heraus muss man sich einfach klar machen, dass diese Abläufe ja, direkt mit uns zu tun haben. Also wir sind nicht da aus der Nummer raus, sondern wir sind mittendrin. Ja, das ist genau der Punkt. Und außenrum wird über narrative Kommunikation alles aufgebaut, was in irgendeiner Form dann hilft, um diese Energien freizusetzen. Da ist die Schuld ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Ja, weil das ist genau das, was dich selbst zweifeln lässt. Eine Schuld ist immer ein Zweifel, geht mit dem Zweifel einher, weil die Schuld verursacht den Zweifel. Ja, den Zweifel über mich, über mein Dasein, über das, was ich bin, was ich tue und so weiter und so fort. Und die Frage ist immer, wie kann ich denn was schulden? Ja, und was schulde ich? Das wird uns ja nicht gesagt. Es geht immer nur um kommerzielle Werte. Also es geht immer um den Kommerz in diesem System. Wir schulden ja immer nur Geld. Ja? Aus Geld heraus wird Schuld kreiert. Ja? Und jetzt muss man sich einfach nur mal fragen, wenn alles da draußen, was als Zahlungsmittel unterwegs ist, von Banken in das System eingegeben wird, weil die nun mal lizenzrechtlich dazu ermächtigt worden sind, Zahlungsmittel produzieren zu können und ich das nutze, was ein anderer herstellt, dann ist jede Art von Geld da draußen eine Schuld. Und wir alle haben Schuld, weil wir dieses Geld benutzen. Das ist der Punkt. Ja. Ganz einfach. Und das ist auch der Grund, warum auf jedem Schreiben eine Bankverbindung drauf ist. Weil nur die Bank, die den Ausgleich im Sinne des Systems herstellen kann. Und der Ausgleich im Sinne des Systems, um das auch wieder hier mit reinzubringen, muss nicht unbedingt in Form von Geld sein, sondern der schaut anders aus. Gibt alle möglichen Möglichkeiten auszugleichen. Ja? Es kommt immer darauf an, was glauben wir denn, was ein Ausgleich ist, wie man herstellen können?
Das, genau, ausgleichen bzw. verrechnen. Und wenn man sich auch noch einmal und tatsächlich das Wort Bank anschaut und wieder die Bedeutung und woher kommt es, ne? Wir waren ja schon mal kurz bei den Medici, beziehungsweise dass es ein Unternehmen ist, was auch Verrechnungen vornehmen kann. Also muss es auch wiederum auf einer anderen Seite stehen, also der Buchhalter letztendlich, der Glaubensgeschäfte vermitteln kann, weil da sind wir wieder beim Kredit. Kredit sind Glaubensgeschäfte aufgrund des Wortes Kredit. Ja, die Frage ist, wer glaubt, ja? Oder wer gibt den Glauben? Wer glaubt daran? Ja, genau. Wir glauben, dass die Bank Geld hat und deswegen rennen wir hin. Ja? Oder wir glauben auch, dass Geld auf. Glauben wir, dass es Geld ist? Ja, Ach, das ist so, das ne? außerdem, genau. Oder dass das Geld auf dem Konto unseres ist. Das ist auch immer so ein schöner Glaubenssatz. Ja? Ja, immer. Fühlt sich zwar noch gut an, aber wenn man sich tatsächlich mal mit der Thematik beschäftigt, dann kann man da sehr viel Ernüchterung erleben, die aber auch wieder frei macht. Und. Natürlich, weil du wirst feststellen, dass ganz viele sich eben ihr Lebensziel auf diesen Inhalt ausgerichtet haben. Ja, ich muss möglichst viel Geld verdienen, ich möchte meine Zeit zur Verfügung stellen, um das alles zu kriegen, bauen sich aber im Prinzip laden sie das gesamte Wesen mit Schuld auf. Ja, das ist der Wahnsinn, der da drin steckt. Ja, das kannst du jetzt nicht wir müssen jetzt allerdings mal aufpassen, dass nicht die Öffentlichkeit mit der Zwangsjacke kommt über das, was wir hier sprechen, aber die energetischen Flüsse da drin sind sehr interessant, ja. Weil durch was wird es denn betrieben? Ja? Wer gibt es denn vor und wer nimmt es an? Ja? Und da sind wir wieder in der Freiwilligkeit drin. Ja? Also ich hab das schriftlich, ja, von der Bank. Alle mit, wir spielen da alle mit und wir sind da alle drin. Durch unsere Glaubenssätze sind wir so geprägt und jetzt tatsächlich haben wir die Möglichkeit, das erste Mal in dieser Masse auch diese Dinge zu begreifen, die uns wirklich über Jahrhunderte eingetrichtert worden sind und wo wir nicht die Möglichkeit hatten, in der großen Masse tatsächlich über solche Themen zu reden. Und deswegen sollte man sich auch immer fragen, über was wird da draußen gesprochen und vor allem über was wird nicht gesprochen. Und das, denke ich, ist auch so für uns die Aufgabe, dass wir darüber mal zum Nachdenken anregen, vielleicht auch die ein oder andere Handlungsmöglichkeit aufzeigen. Da möchte ich auch vorsichtig sein, dass man tatsächlich hergeht und sagt, wie wirkt man da ein? Erst einmal Fragen stellen, sich dumm stellen, Fragen stellen. Mal gucken, was hat denn der andere für ein Verständnis von der Sache? Nicht mit irgendwelchen Paragraphen kommen und argumentieren und sie haben aber hier, nein, Fragen stellen. Weil oftmals wissen, weiß die Seite oder die Gegenseite auch nicht so richtig, was sie da tun und warum sie es tun, sondern die nehmen halt Textbausteine, die ihnen irgendjemand vorgeschrieben hat, der Ja, vielleicht auch das stimmt nicht mir weiß, ganz was schön. er macht. Ja? Also sprich, da haben wir doch die Möglichkeiten, tatsächlich einzuwirken. Und ich hoffe, dass wir euch jetzt auch ein bisschen so rauskitzeln mit Andeutungen, vielleicht auch ein bisschen mehr, dass man da mal nachforscht. Und die Möglichkeit, die wir eben haben oder sehen, wir hatten ja schon mal ein Gespräch gehabt, das war jetzt, ist jetzt glaube ich 2 Wochen her, daran hatten wir auch den Infoabend bekannt gegeben, wo ja sich doch sehr viele Leute dann gemeldet haben, was wir so nicht gedacht haben, dass das so einschlägt. Und das wird sich jetzt auch noch einmal oder es wird neue Termine geben, da wirst du gleich noch mal was dazu sagen. Möchte ich gleich wieder dazu sagen, ihr könnt mich gerne anschreiben, ich werde das weiterleiten. Wir werden das sicherlich auch in der nächsten Zeit noch ein paar Möglichkeiten erarbeiten, wie wir es etwas einfacher machen können. Aber das Wichtige ist, das soll nicht gestreut werden und jeder, der kann da mal sich eintragen oder sonst was, sondern es soll durchaus ein Bewusstsein dahinter sein, sich damit zu beschäftigen und diesen Weg zu gehen. Deswegen bitte Nachricht per Mail an mich. Ich leite das dann weiter und dann können wir auch hier vielleicht wirklich was kreieren und was schaffen. Und es geht um das Verständnis. Es geht dann daraus, aus dem eigenen Verständnis auch in eine eigene Handlung zu kommen. Manchmal ist es auch besser zu warten und nichts zu tun. Es ist immer eine Sache, die muss jedes Wesen mit seinem Fluss für sich Es muss entdecken. Ja? passen. Und auch wenn dann Strom vorbeigeht, man muss nicht auf jede Scholle springen oder gleich springen oder überkantitelten Aktionismus walten lassen. Das ist meistens nicht gut. Ich habe das auch kennenlernen dürfen. Manchmal ist es besser, einfach zu warten. Und dann werden sich viele Dinge auch erledigen, wenn man selber in eine gewisse Kraft kommt. Und deswegen
bitte noch einmal, wer Interesse hat, meldet euch an. Der nächste Abend wird jetzt, oder Infoabend, der kommenden Freitag am 26.03. 2017 geht es wieder los. Bitte vorher da sein. Es wird über Zoom, glaube ich, Teamspeak und oder nur über Zoom? Nur Zoom diesmal. Nur Zoom. Und wir werden den Link rechtzeitig rausgeben. Gibt es einfach den Beitrittslink für die Telegram-Gruppe durch. Und wer will, reinspringen, den Infoabend anhören. Alle weiteren Informationen gibt es dort. Wir werden noch einen extra Termin für all diejenigen, die es jetzt nicht geschafft haben, noch anbieten. Ich habe auch Lust auf ein Vollkontakt-Wochenende, ja, dass man einen kompletten Block an einem Tag oder zwei Tagen durchzieht. Nur mal testen, wie es läuft. Wer da Bock drauf hat, soll es einfach sagen. Und wir schauen, dass wir es einrichten können. Wir haben Zeit, wir sind im Lockdown. Wir können tun und lassen, was wir wollen letztendlich. Und dann nutzen. Ja, ich kann nur sagen, nutzt es. Es ist wichtig, in bestimmten Bereichen sich ein Wissen zu verschaffen, gerade was den Willen betrifft. Ja, wer da keinen Einblick hat, der wird in nächster Zeit, ich möchte keine Angst machen, aber es ist wichtig, dass wir verstehen, in welchem Aufbau das Ganze steckt und wie die Einwirkung stattfinden kann. Und selbst wenn eine neue Systematik angedacht, umgesetzt wird, dann sollte man ein Verständnis darüber haben, wie die Position ist, in der man sich selbst befindet. Ja, das sollte man in jedem Fall haben. Und damit ist dann einem gewissen Leichtsinn, sage ich mal, Vorschub geleistet. Nicht Vorschub geleistet, so rum. Genau, dass man da wirklich sich überlegt, welche Situation oder was kommen für Angebote in Zukunft aus der Öffentlichkeit. Und ich denke, wir werden hier massiv momentan darauf vorbereitet, dass wir eine Ablösung des jetzigen Personals an der Spitze sehen. Das, denke ich, dauert nicht mehr lange. Deswegen wird nicht alles gut, sondern es werden uns neue Angebote gemacht. Das ist dasselbe mit den Peaks und Durch und anderen Dingen, sondern jeder sollte sich überlegen, was da kommt. Und dazu gehört dieses Verständnis. Nehmt euch die Zeit und beschäftigt euch damit. Ich denke, das ist die beste Variante, die wir haben. Und vor allem, jeder kann ja für sich in seiner Welt dann auch bestimmen, was ist für ihn notwendig, was ist für ihn sinnvoll, was tut er nicht. Damit ändern wir in diesem System mehr, aus meiner Sicht, als wenn wir uns hinstellen und zum 10.000. Mal irgendeine Problematik diskutieren, die wir schon alle langsam erkannt haben. Und die das noch nicht haben, also die sogenannten Schlafschafe, die sind halt noch nicht so weit. Oder für die ist es noch nicht gedacht. Das ist aber auch nicht unsere Aufgabe, die aufzuwecken, sondern jeder für sich gucken, dass es ihm gut geht, dass er in seinem Bereich festgesattelt ist und jetzt durch die nächste Zeit durchgehen kann. Und dazu können wir, denke ich, einen Beitrag leisten und hoffe, dass das dann auch wirklich durchschlagenden Erfolg haben wird. Weil wenn in der Verwaltung nicht nur ein Brief kommt in der Woche, sondern 20 oder 30, dann werden auch dort irgendwann die Glocken anders läuten, als wir sie heute sehen. Und dann wird reagiert werden müssen. Nicht durch Musterschreiben, sondern durch Anleitungen, wie man es selber macht. Jeder schreibt seine Sachen selber und dann ist es gut. Das sehe ich auch so. Und ich kann es nur mal wieder sagen, die eigenen Gedanken, ja, die eigenen Gedanken sind, ich denke mal, das beste Werkzeug. Aber genau da fehlt das Selbstvertrauen. Ja. Wir vertrauen ja nicht unseren eigenen Gedanken, sondern wir ziehen manchmal das Musterschreiben vor. Ja. Das ist auch sehr bezeichnend. Also ich schreibe nicht das, was ich denke, sondern ich schreibe das, was jemand anders schon gedacht hat. Richtig. Ja, sehr gefährlich. Ja. Also von daher, die eigenen Worte, die eigenen Gedanken, die eigene Energie, ja, die macht ja auch so ein Stück weit uns aus. Ja. Dass wir formulieren nach unserem Verständnis, wir denken nach unserem Verständnis, wir bringen unsere Gedanken nach unserem Verständnis aufs Papier und dazu brauche ich kein Muster schreiben. Ja. Im Übrigen noch ein kleiner Tipp, es gibt keinen Formularzwang. Man könnte auch ein kleines Stück nehmen und so hängt manchmal in der Rolle und könnte auch das einreichen. Ob das natürlich dann sehr freundlich ist, ist was anderes, aber auch das geht und kann gewertet werden. Nein, also Info ist da. Infoabend haben wir wieder am 26.03. Kommt mit dazu. Nachricht an mich. Ich kümmere mich drum. Wir wünschen euch bis dahin jetzt eine gute Woche. Lasst es euch gut gehen. Kommt in eure eigenen Gedanken, kommt in euren eigenen Willen und
Wie gesagt, Muster schreiben sind gut, um sich was anzugucken, schauen, wie jemand was gemacht hat, aber schreibt selber, wenn er was verwendet. Gut, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Michael. Wir sehen Marc, uns danke dir. Wieder. Ja. Und an alle Zuschauer, ich würde mich freuen, wenn wir da Reaktionen drauf bekommen und bis zum nächsten Mal. Dank dir, mach's gut, halt dich gerade. Ne? Danke. Ciao. Tschüss.